Vielen Dank, sorry für die späte Runde. Es waren heute sehr anstrengende Gespräche, auch am Abend, auch mit einem Staatsrechtler. Und deswegen bin ich noch, wie sagt man, obwohl es regnet, etwas außer Atem. Anschließend habe ich mir erlaubt, die Sendung anzuschauen, Markus Lanz, weil ich gewusst habe, dass hier auch der Herr Peter Maffay, Til Schweiger wusste ich nicht, drin ist. Und du bist ja auch eine Dame von Zivilcourage, weil ich ja dich schon manchmal erlebt habe, dass so etwas nicht geht, wie man mit Menschen umgeht. Ob man von einem Anwalt auf den Arm genommen wird oder dergleichen. Und es ist wirklich so, wir sind bei der Hunderunde. Nicht, dass es wieder heißt, ja, das ist fingiert. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt, wo bleibst du? Sage ich, ja, Entschuldigung, ich habe zu lange telefoniert. Der Regen hält mich nicht ab. Aber wenn du der Meinung bist, dass du hier was verändern musst, dann nimmst du auch mit deinem Wort vor einem Richter nicht Halt. Stimmt's? Ja, natürlich. Bitte? Natürlich. Ah ja, gut. Ich weiß, dass du auch weißt, dass ich Kehraus in einem Supermarkt für eine Dame gemacht habe, weil ich es erkannt habe, dass sie gemobbt wird, habe aber dann erst nach einem tieferen Gespräch erfahren, dass das über Jahre geht. Und sie hat gesagt, Gott sei Dank, dass sie mir in irgendeiner Weise das Reden und das Leben gerettet haben. Aber bitte, bitte, ich bin sehr froh, dass sie nichts veröffentlicht haben im Internet. So, wenn nicht dort, wo sonst? Unter anderem sollte man jetzt zurückhalten, gerade heute an einem historischen Tag, am 31.01.18, stimmt's? Haben wir den heute? 31.01. jetzt nicht mehr, jetzt ist der 1.02. Ah ja, 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 klar. Aber 1945 haben wir auch nicht mehr, aber trotzdem berichtet man 2018, also im 20. Jahrhundert, um die Vergehen, was eben die Nachkriegszeit so mit sich bringt, die Aftershow-Partys. Weil Til Schweiger gesagt hat, Opfer haben Schäden lebenslang. Richtig? Ja, so ist es. Ja, und das Recht ist nur auf dem Papier im Anspruch laut Gesetz. Und das sagt er auch so am Rande, ist manchmal oder öfters ein Schmarrn, weil wenn etwas aufgeklärt werden kann, dann soll es nicht begrenzt werden, dass es dann auf einmal strafrechtlich vernebelt ist und nicht mehr greifbar ist, sofern jemand nicht verstorben ist. Also Frau Friedrichsen war auch noch in der Sendung. Ich habe die Fragen an dich wie folgt. Wenn jemand sagt, aber ich habe Angst, ich kriege meine Filmrolle nicht mehr, wenn jetzt das rauskommt, ja, das ist ja dann unter dem Deckmantel der Angst, kann ich ja dann strafrechtlich weitermachen, richtig? Kommt drauf an, was man vorhat, ja. Oder, ja, ja, egal, was man vorhat. Im Supermarkt, das ist jetzt nicht eine Regisseurin, die den Job verliert, aber eine fast Seniorin, 3 Jahre vor dem regulären Arbeitszeitalter. Und die Angst muss weg. Und die Angst kann auch, wie zum Beispiel, wer sich nicht outen konnte, Robert Enke, zum Suizid führen. Richtig? Natürlich. Ja. Und wir haben einen Schüler oder Schüler und Rinnen, die auch sagen, hat ja alles keinen Sinn im Internet. Die macht ja weiter, diese Lehrerin. Frau Weinstein, in Anführungszeichen. Sie wissen, wen ich meine? Ich habe keinen Namen. Ich habe keinen Namen gesagt, Frau Weinstein. Aber ich nenne bewusst Weinstein. Vielleicht hört man dann eher hin. Weil ja manche Lehrkräfte weghören und wegschauen. Sie wissen, wen ich meine? Ja. Eine Schule in Nürnberg. Und da gibt es eine Interessensgesellschaft. Aber man hat mir gesagt, Min, könntest du da was machen? Weil wir uns da nicht hinauswagen,
können oder dürfen schon, aber können. Sonst erfahren wir, wie zum Beispiel eine Schauspielerin Repressalien für die Existenz. Richtig? Richtig. So, und jetzt, Herr lieber Peter Maffay, Ihre Sekretärin kennt mich und weiß, dass das Telefon erst wieder stillsteht, wenn ich Sie getroffen habe, Herr Peter Maffay. Sie waren in Nürnberg. Auf dieser Spielwarenmesse habe ich tragischerweise von einem Top-Manager, ich betone Top-Manager, da gibt es O-Ton-Beweise, eine Diskriminierung erfahren. Und wenn Sie die erfahren, dann habe ich den großen Wunsch, dass wir von Ihrem Apparat im Umkreis von München, wo Sie zu Hause sind, auf deutschem Boden, ein Gespräch mit dem Top-Manager führen. Und ich habe den O-Ton-Zeugen, der zufällig noch aus München kommt. Und dann möchte ich mal sehen, wie dieser Top-Manager, weil Sie ja vor wenigen Tagen auf der Messe waren, dann sich verhält. Weil der vergisst meinen Namen seit der Begegnung, das war eine Abschlusspressekonferenz, nicht mehr. Das sind Gedanken, die mich umhertreiben, aufgrund Ihrer Worte, die Sie heute Abend bei Lanz ausgestrahlt erwähnt haben. Stimme erheben und traumatisierte Kinder brauchen Unterstützung. Auch traumatisierte Menschen im Seniorenalter. Und ich erlaube mir nur, Stimme zu erheben. Noch habe ich nicht die Machtstimme, wie Sie sie haben. Aber ich weiß, dass ich eine Idee habe, die ich jetzt noch nicht nennen werde. Die werde ich Ihnen vortragen. Und Ach so. Ja, ich sollte das kürzer fassen. Ja, weil hier hat noch eine hätte ich fast gesagt, Lehramtsanwärterin, nein, die hat mir jetzt noch was zu verkünden. Da kommt der TV, No Limits. Das sind die Gedanken in der Hunderunde. Also, es lohnt sich, Zeichen zu setzen. Und niemals sich erpressen lassen, der Job wäre weg. Frau G.S. Ja, das sind die Kürzel der beiden Namen. Vorname und Nachname. Sie dürfen auf mich zählen und hätte es keine Einigung oder wie auch immer gegeben, hätte ich 20 oder 24 Angestellte angezeigt mit Strafantrag, nicht ohne. Bis bald.